So, mal ein Garten-Update. Hat sich ja schon viel getan dieses Jahr. Ich habe noch kein Video gepostet. Es gab eigentlich auch noch nicht viel, aber jetzt gerade macht die Natur einen riesen Schwung. Wie man sieht, die Radieschen sind schon erntereif. Gepflanzt ist noch nicht viel. Wir sind jetzt Anfang, Mitte Mai. Aber die Blütenpracht muss ich mal festhalten auf Video, weil die ja auch vergänglich ist. Hier haben wir dicke Bälle vom Zierlauch. Nur mal als Vergleich auf meine Hand, dass man sieht, wie groß die Bälle sind. Die haben wir aus Holland mitgebracht. Und die Lupinen, die ich letztes Jahr gezogen habe, zeigen dieses Jahr richtig Pracht und Freude. Und wie ich das immer so gerne mache, von der Menge her natürlich ein bisschen zu viel. Aber man kann ja nicht genug Blumen haben. Ich mache mal so einen Schwenk, dass man einfach mal die Mast sieht an Blüten, die bis jetzt da ist, aber da wird auch noch mehr kommen. Iris von letztem Jahr sind aufgegangen. Man sieht, hier ist alles voller Blüten. Bienchen überall. Wunderschöne Iris. Und die Lupinen in sämtlichen Farben. Die lila. Da drüben die rote. Und alles gemischt. Hier kommt wieder eine Hauch rosa neben lila. Hier haben wir die gelbe. Also unheimlich viele Blütentriebe auch. Es war klar, jetzt muss immer der Zug vorbeifahren. Genau dann, wenn man ein Video macht. Naja. Also hier im Schwenk sieht man wirklich, wie viel Blütentriebe da überall kommen. Und immer wieder die verschiedenen Farben. Also der Weg sieht echt gerade spitzenmäßig aus. Auch wenn manche Lupinen als Unkraut ansehen. Hier kommen noch ganz viele. Dazwischen die Taglilien, die kommen ein bisschen später, die sind dann nächsten Monat reif. So. So viel zum Garten-Update. Ciao.